Oh. Heute mal wieder ein kleines Messervideo von mir. Und zwar über meinen Neuzugang, den ich zu Weihnachten bekommen habe. Und zwar das Spyderco Dragonfly Salt. Das Salt steht hier für den Klingenstahl, den verwenden. Und zwar handelt es sich hier um eine H1-Klinge, beziehungsweise um H1-Klingenstahl, der sehr, sehr, sehr rostträge ist und auch längere Zeit in Salzwasser aushält. Ich habe hier das Modell Dragonfly in der Full Serrated Ausführung. Ich bin normalerweise nicht so der Freund von Full Serrations, aber bei dem Messer gefällt es mir, denn das ist ein richtig kleiner, schöner Schneidteufel. Ist ausgelegt eigentlich auf drei Finger, aber durch den Fingerjoil hier unten und hier oben problemlos. Ich habe Handschuhgröße 9, kann man das hier problemlos halten und führen. Das Messer hat keine Edelstahlplatinen innen drin, sondern es nur die FRN-Griffschalen. Was heißt nur? Diesen Spyderco-typisch sehr stabil. Und hier hinten den Drahtclip, der mir ganz besonders gut gefällt, eigentlich bei Spyderco. Entschuldigung, meine Kamera wollte gerade nicht scharf stellen. Ja, was gibt es zu dem Messer zu sagen? Ich habe jetzt noch nicht allzu viele Schneidtests gemacht, aber Klingengang und Achsspiel, Spyderco typisch, Klingengang super, Achsspiel 0. Ist ein Einhandmesser mit Backlog, fällt also unter das 42A Gesetz, somit nicht frei zu tragen, außer in verschlossenen Behältnissen, aber zu dem Thema sage ich ja eigentlich nichts. Ja, ich finde, das Messer ist ein gelungenes Messer. Hat vom Design her sieht es top aus. Von der ganzen Form her sieht es wunderschön aus. Ich hatte das schon länger auf dem Radar, aber ich sag's euch ehrlich, ich war etwas zu geizig, um es zu kaufen. Denn das kleine Messerchen hier in dieser Version kostet fast 70 Euro. Und ja. Da habe ich mir gedacht, lässt du es dir von deinen Lieben zu Weihnachten schenken. Haben wir hinten noch ein kleines Lanyard dran gemacht. Finde ich bei so kleinen Messern oder bei kleinen Messern ganz sinnvoll. Man kann sie einfach besser ziehen. Ich trage das Messer eigentlich auch nicht am Clip, sondern habe so in der Hosentasche, denn es ist einfach schön klein. Und ja, von daher. Ich werde, sobald mein Weihnachtsurlaub beendet ist, mal ein paar Kartonschneidtests mitmachen. Ja, ich werde es dann in der Videobeschreibung reinschreiben, wie die verlaufen sind. Okay, das war's hier von mir über Spyderco Dragonfly in der Salt-Version mit H1-Stahl. Ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Schaut wieder rein. Ciao.